Der Sprung ins Kneippbecken sollte nicht zu hastig sein. Das kalte Wasser regt zwar Kreislauf und Durchblutung an, aber Sie müssen ja nicht gleich mit einer Schocktherapie loslegen. Im Storchengang geht's etwa eine halbe Minute durchs Becken. Wenn die Füße richtig kalt sind, nichts wie raus und kurz aufwärmen. Das machen Sie so oft, wie Sie können oder wollen. Und denken Sie immer daran, Kneipen hilft gegen Krampfadern. Wenn Sie fertig sind, können Sie ruhig aufs Handtuch verzichten, denn mit ein bisschen Bewegung, zum Beispiel auf dem Beckenrand, sind Sie ruckzuck wieder trocken.